So, heute schauen wir uns mal das echte Leben hier in Luxor an. Also nicht diese typischen Touristenattraktionen, sondern das echte Leben. Ja, wir fahren mit dem lokalen Bus und schauen uns an, wie die Menschen hier leben, ja, die Ägypter. Das ist unser Guide für heute, Hussein. Ja, wie heißt eure Firma? Eure Reisebüro? El Dictus. El Dictus. Ja, er ist quasi der Bruder von unserem Airbnb-Haus und er hat uns ihm empfohlen, dass er mit uns diesen besonderen Ausflug machen kann. Ja, deshalb schauen wir mal, wie das Leben hier in Luxor wirklich aussieht. So, jetzt warten wir auf den Bus, ne? Auf das, ja. Genau, der kommt. Und wie viel kostet es? Pro Person 2 ägyptische Pfund. 2 ägyptische Pfund, ah ja, wunderbar. Das sind 8 Euro Cent. Ja? Da kann man nicht meckern. Ah, okay. Nein, alles gut. Ich bezahle. So. 7. Mit euch, okay, alles klar, bis gleich. So, wir fahren jetzt hier im Bus, ja, in die Stadt und gucken mal an, was es da gibt. Bob Marley. Sie mögen auch gern Haschisch. Wir haben so eine Schubkarre transportiert. Ja, das sind die letzten im Bus. So, jetzt fahren wir hier zur Fähre. Ja, hier für 20 Cent überqueren können. So, hier ist das Boot. Wir müssen irgendwas klar bezahlen. Ja. So, keine Touristen hier auf dem Boot. Dann gehen wir nach oben, auf Sonnendeck. Hallo. Salam alaikum. Hallo. 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 Wer verkauft Nüsse? Hallo. So, das Boot ist voll. Ja, wir haben das Boot mit gewechselt. Wir mussten hier drüber steigen. Ja. Und hier sind fast nur Ägypter. Vorne sitzen ein paar Ausländer. Aber es gibt auch einige Ausländer, die wirklich hier wohnen. Ja, im Luxor. Wunderbar. Schönes Wetter. Wann hatten wir das letzte Mal Regen hier? Wann gab es Regen das letzte Mal? Seit langem. Lange Zeit nicht. Hier ganz selten, nicht immer. Ja. Hier immer Sonnenschein. Garantiert. So, und sehr viele Menschen hier auf der Fähre. Das ist Chaos. So, wir kommen jetzt auf der Ostseite des Nils. Ja, hallo. Salam alaikum. Hallo. Süßigkeiten, ach so. Oh. Sehr süß, okay. Ich kenne, nein, ich kenne es nicht, aber danke. Ich war nur neugierig. Es sieht aus wie ein Pilz. Hier ist die Bushaltestelle. Ja, zum Zug. Ah ja. Zug ist der Markt. Ja. Richtig, ja. So, gucken wir, ob Platz ist. Schön. So, das Taxi ist voll. Fahren wir jetzt zum Markt. Kostet 2 Pfund, ja? 2. Ich bezahle schon. Okay, er bezahlt, danke. Ja, die Sehenswürdigkeiten. Der Fahrer muss fahren und Geld zählen und Geld wechseln gleichzeitig. Ja, und hier vorne sieht man noch ein bisschen historische Sachen. Richtig, das haben wir ja schon einiges vom Markt gesehen während der Busfahrt. Und wo sind wir jetzt hier? Das ist die neue Markt. Ah ja. Also war ja touristisch jetzt hier. Alles gut? Ja, sie sprechen sogar Deutsch, ja? Ei, das ist ja nicht der lokale Markt, das ist der Touristenmarkt. Ja, den anderen war den lokalen. Ja, und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt den Touristenmarkt und wir gehen nach dem Schmuckladen. Ah ja, auf die Schmuckstraße, genau. Die Schmuckstraße aber nicht für Touristen, oder auch? Ja. Ah ja. Lecker, fliehen. Das ist
Ah, der Friseur. Ah, sehr schön. Was kostet es? Billig. Hallo, wie viel? Nicht teuer. Wie viel? Nur von Senar diese? Ja? Was kostet der Bad? 50 Pfund. 50 Pfund? Nein. Was kostet, was bezahlen die Ägypter auch 50? Ja. Ah ja. Das für uns. Okay. Das ganz normal, ja. Normaler Preis. Okay, normaler Preis. Ah ja, sehr gut. Aber sehr guter Preis. Ein sehr guter Friseur. Also, jetzt kann machen diese. Oh. Hier. Mach das kleiner. Ah. Mach diese. Okay. Schön an, mach hier auch. Okay, vielleicht komme ich später wieder. Kein Problem. Schukran. Willkommen. Du aus Deutschland? Ja, aus Deutschland. Woher? Düsseldorf. Düsseldorf, ah, ja. Das ist eine schöne Stadt. Dankeschön. Willkommen. Dankeschön. Willkommen, bitte. Salam. Ja, kennt ihr auch also die normalerweise Leute. Normalerweise die auf von 10 Uhr, von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr Nachmittag. Ja. Und dann zu bis 6 Uhr, bis 18 Uhr. Dann wieder auf. Ach so, dann machen Sie abends wieder auf. Das ist jetzt Mittagspause hier. Ja, genau. Das ist den Okay. Der Hinterhof. Ein Haus. Hier gibt es Schmuck. Ah ja, und hier wohnen. Ein was für ein Geschäft? Hallo, Salam. Was gibt es hier? Ah, Shisha, so ein Haus. Hier wohnen Leute, ja? Oh, ist aber sehr schön. Im Hinterhof. Ein Zahnarzt. Aber ich weiß nicht, wie hygienisch dieser Zahnarzt ist. Ja, und was gibt es hier? Kleidung noch, ja. Sehr schön. Und hier gibt es, ist das hier ein, das heißt genau, was du machst von Milch. Milch? Ja, Süßigkeiten. Ah, Süßigkeiten, naja. Ja, sieht ja lecker, Süßigkeiten, ja, sehr gut. Hier ein armer Esel. Salam alaikum. Was sagt er? So, hier ist der Bahnhof. Hier geht es nach Kairo. Und hier geht es nach Aswan. So, jetzt kommen wir hier auf den Markt. Ja, auf den Gemüsemarkt. Ja, also Gemüse und Obst. Ja, wir sehen schon, es gibt viele Leute heute am Samstag. Der Wochenendmarkt. Ja, hier Tomaten. 5 ägyptische Pfund für Kilo, für ein Kilo, das sind 20 Cent weniger für ein Kilo Tomaten. Ja, das gleiche gilt für Orangen. Ja, 20 Cent pro Kilo. Die Preise sind unglaublich. Ja. So. Sehr, sehr günstig. Ja. Genau, sie haben hier kleine Limonen auch 5 ägyptische Pfund. Super günstig. Das heißt, für 1 Euro kriegt man 5 Kilo. Hi. Ja, sehr günstig. 1 Kilo Erdbeeren, 1 Euro. Ja, kosten beim Rewe 5, 6 Euro, glaube ich. Ja, deutlich mehr. Na ja, denke ich mir, schon dran. Ja. So, hier sind wir jetzt ein bisschen im Wohngebiet. Ja, aber es gibt auch noch Geschäfte. Ja, hier Zigaretten. Ah ja. Salam alaikum. Thank you. So, es gibt alles Mögliche hier an Geschäften. Hier sind ein paar ältere Häuser. Ja. Auch nochmal Obst. Alles. Ein Pferd kommt vorbei. Ah ja, die Kinder essen Zuckerrohr. Ja, lecker. Ja. Ah ja, und hier sehen wir die große Kirche. Die koptischen Christen. Und das Bananenpferd. Wir waren zurück über das normale Boot. Kostet 1 Euro pro Person. Ja. So, wir sind wieder auf der Westseite vom Nil. Richtig, Westseite. Und wir wollten einfach mal gucken hier, wie die Leute leben. Ja, zum Beispiel gibt es hier Schreiner. Was machen sie? Ah ja. Was? Riecht ja unglaublich sehr nach Sägespänen. Ah ja. Ah, sehr gut. Salam alaikum. Okay. Hallo. How are you?
Hey, you live here? Du ja. wohnst du hier, ja? Und ist das zusammen Familie? Nein, nur das. Du bist gehört der Bauernhof ihnen? Ja. And you're growing bananas, ja? Yeah? You speak English? Okay. A little bit, ja? Wollen wir sehen. Ja, die wollen gucken, was haben sie denn hier auf dem Bauernhof? Bananen? Ja. Ja. Meistens sind die Leute hier machen den Bananen, weil die Bananen braucht immer die Wärme und viel Wasser. Und bei uns in Luxor hier gibt es viel Wasser und immer Wärme natürlich. Ah ja, wunderbar. Also sie haben Bananen, was noch? Oder else? Nur Bananen? Nur Bananen. Okay. Und andere Bauern, die machen noch andere Sachen. Ich habe die Felder gesehen. Was sind die anderen Bauern? Manche Leute machen Zuckerrohr. Zuckerrohr ist auch. Zuckerrohr, Bananen, was gibt es noch? Gibt es viel, aber diese Zeit Zuckerrohr und Banane meistens. Ah, Zuckerrohr und Bananen meistens. In Winterzeit Zuckerrohr und Bananen. Okay, gut. Und wie lange brauchen die Bananen, um zu wachsen hier? Die bleibt ungefähr ein Jahr. Ein Jahr lang? Ja. Und bekommt zweimal im Jahr Bananen. Ja, und wofür braucht ihr den Esel? Für alles. Für alles? Transport? Ja, Transport. Ah, ja. Transport. Okay. Und für welchen Preis verkauft ihr Bananen an den Markt, an den Souk? Wie viel an den Souk? Die verkauft ungefähr für ein Kilo vielleicht 10 ägyptische Pfund. Ah ja. Und die wieder. Sie auch, die verkaufen auch für 10 Pfund, habe ich heute gesehen. 15. Ja. Und verkaufst für 10 Pfund, frag mal. Fast. Ja. Ja. Sehr gut. Er arbeitet nicht mit diesem Feld, er das macht das Vermieten für die Leute. Ah, er vermietet die Leute, das. Oh, okay. Das ist ja einfach, er vermietet nur. Ja. Okay, also muss nicht viel arbeiten. Genau. Ja, okay. Ah. Ja, viele Kinder, Familie, große Familie. Ja. Ah ja. Wie viele? 4? Hä? 5. 5 Kinder? Oi. Sehr schön. Und das Geld von der Miete reicht, um die Familie zu ernähren? Ja, fast ja. Fast, ja? Ja. Also wie viel Geld kriegt er für das Feld? Ungefähr monatlich. Ich muss sagen, 2000 ägyptische Pfund monatlich. Ah, okay. 2000 ägyptische Pfund. Das ist nicht viel. Nicht viel. Ja. Weil er arbeitet nicht. Er macht gar nichts. Und kein anderes Geldeinkommen? Ist das einzige Einkommen? Das ja, und ich glaube, er arbeitet an einem Kaffeeplatz. Frag, mit einem Kaffee? Ich kenne ihn. Ah, du kennst ihn? Manchmal, ich brauche nicht in Frage. Ah ja, also ja. Arbeitet noch im Kaffee. Und im Kaffee, was verdient er im Kaffee, also insgesamt? 8 Gramm für Gehör. Ich arbeite hier, was allein, für Schar. Ungefähr auch 1000. Auch so, 1000. Das sind 1000 ja 70 Euro, also 2000 für das Feld, 1000 im Kaffee. Ja. Sind 3000, das sind 100 Euro für die 5 Kinder und das reicht für 5 Kinder. Ist genug. Oh, ist genug. Die sind hier immer dankbar. Oh ja. Ja. Okay, das ist gut. Ja. Und was gibt es zu essen heute? Ja, hier kocht sie Fleisch? Auch? Ja, meistens kocht Fleisch, aber nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag, ja, ist auch einmal, teuer. Ja, natürlich, einmal in Woche. Einmal pro Woche gibt es Fleisch? Ja. Ja. Und da ist jeden Tag die normale Essen. Ja. Die orientalische Essen, was hast du schon mal probiert? Ja. Und das meiste kommt von unseren Feldern, immer. Ja, ja. Immer von den Feldern. Eure Felder, genau. Ja. Ja, selber. Ah ja, sehr schön, sehr interessant. Wie heißen Sie? Ja? Agulaksmake. Dankeschön. Mohammed. Mohammed. Ja. Mohammed, Stefan. Ja? Stefan. Sukran. Yes. Okay. Okay. Und wohnt er hier mit der Familie? Ja, sie ist. Seine Tochter, seine Schwester. Ah, die Schwester. Ja. Ah, die Schwester. Ah, sehr schön. Können wir reinkommen? Sehne, Grüße, Sehne. Ah ja. Und dieser Blatt auch ist sehr wichtig auch für die Familien. Ja. Immer. Weil das hat Tomaten da. Ja, Tomaten? Ja. Ah, gibt es auch Tomaten, die bauen an, selber? Ja, Tomaten und diese Tomaten auch. Die andere, die in schwarze. Ja. Und die andere ist die in rot. Ah ja, sehr schön. Und schauen die Fernsehen. Gibt es Leute drinnen? Können wir schauen? Gibt es keine Leute, aber kannst du. Kann ich gucken? Ja? Aber ohne Fragen bitte. Okay. Ah ja, so hier wohnen sie. Hier ist das Schlafzimmer.
Ah, gucken Sie Fernsehen. Ah ja. Hier ist das Wohnzimmer. Aha. Ah ja, so leben Sie. Sehr schön, das ist ein traditionell ägyptisches Haus. Ja, und Sie haben sogar einen eigenen Garten hier. Okay. Ja, Sie wollten nicht mitkommen, aber kann ich das halt alleine sehen. Ist auch sehr nett. Wasser haben Sie auch, ne? Sie haben Waschmaschine, ne? Waschmaschine. Ja. Ah ja, es geht gut. Ja, es geht gut. Ja. Sehr schön. Und du wohnst jetzt nicht hier? Das ist die Schwester, wohnt hier? Ja, sie wohnt hier alleine. Und du wohnst hier, ja? Er ja, wohnt da. Er wohnt da. Okay. Die sind und die Katze. Sehr schön. Ihr Mann verstirbt. Ah, ihr Mann ist schon gestorben? Ja. Oh. Ja. Ah, sie ist Witwe, sie ist alleine? Ja, seit ungefähr 5 Jahren. Oh, aber sehr jung gestorben? Ja. War er krank? Nein, war ein Unfall. Unfall? Oh, Verkehrsunfall? Ja. Oh, gefährlich. Ja, obwohl der Verkehr hier ist eigentlich nicht so schlimm wie in Kairo. Nicht so schlimm wie in Kairo, aber Schicksal. Musst Schicksal. Du mal Tee trinken oder so? Oh, nein, ich trinke keinen Tee, danke. Ja. Ja, und das Haus ist gebaut auch mit Lehm, ne? Hier, Sie haben Stroh und die Steine. Ja? Sind das aber echte Steine? Das sind keine Schlammsteine. Gibt es auch hier diese Schlammsteine Nein, in Ägypten? Das ist kein Schlammstein, das ist echt Stein. In Ägypten gibt es aber auch Schlammsteine. Ja. Ja? Ja. Sehr häufig in Pakistan, Bangladesch, Indien, Afghanistan. Sie haben Schlammsteine. The Mud Bricks. Ja? Sie machen. Das sind richtig gute Ziegelsteine. Okay. So, fahren wir noch ein bisschen weiter. Hier auch ein sehr schönes Haus. Ja, das für Touristen. Für Touristen? Wird es vermietet? Ja. Ach so, das ist kein einheimisches Haus. Ne? Okay. Interessant. Ja. Und hier gibt es kostenlos Wasser. Trinkwasser. Ja, das Trinkwasser. Manche Leute machen das alles, alles helfen für die Leute. Okay. Okay. Hallo, wie geht's? Ja, Assalamu alaikum. Ja, noch mehr Bananen hier. So, das war's mit der Tour hier, ja, mit Hussein. Aber Hussein ist eigentlich nicht spezialisiert in solchen Touren. Ja, was machst du normalerweise? Normalerweise, ich bin Deutsch und Englisch Reiseführer. Ja. Wir machen den alle Tour in Ägypten. Ja. Egal wo, in Hurghada, in Kairo, in Luxor, in Aswan, alles hier. Okay. Und unsere Homepage heißt El Dictor. El Dictor, ja. Ich lasse einen Link in der Beschreibung. Dann klickt ihr drauf und dann könnt ihr ihn direkt kontaktieren für Touren. Ja, dann hast du hoffentlich bald mehr Gäste. Ja, inshallah. Dass das Geschäft gut läuft, inshallah.